Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie wissen das, einmal im Monat zeigen wir einen Film, den wir besonders herausragend unter den aktuellen deutschen Kinofilmen finden. Und das ist heute definitiv der Fall, denn dieser Film, der hat richtig für Furore gesorgt, gerade ganz frisch beim Filmfest München vor einem Monat oder anderthalb. Dort war er der Eröffnungsfilm der Sektion Neues Deutsches Kino und hat auf jeden Fall dann sowohl unter den Kinogängern dort als auch in der Presse ziemlich Wellen geschlagen. Zwei Preise gewonnen. Wir freuen uns schon mal sehr. Einen Applaus bitte, Ilka Çatak ist heute hier. Kannst du ja mal aufstehen, gerade kurz an der Stelle. Die ganze Veranstaltung findet ja statt, wie immer in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film, sitzen auch hier in Frankfurt und Rudolf Worschech, der Chefredakteur, wird nachher dann das Gespräch mit Ilka nach dem Film führen. Ja, wie immer gibt es bei uns keine Werbung, sondern einen, ich sage immer, thematisch passenden Vorfilm, der in dem Fall aber leicht auszuwählen war, weil er stammt ebenfalls von dem Regisseur des heutigen Abends aus dem Jahr 2012, Alte Schule. Ich freue mich sehr, dass wir den bekommen haben, dass wir den vorab zeigen. Nach Alte Schule werde ich dann Ilka auf die Bühne bitten, aber zunächst mal ein Frühwerk von ihm. Also Film ab, Alte Schule. Bis gleich. Ja, bitte großen Applaus und begrüßen Sie Ilka Çatak, den Regisseur des Kurzfilms und des Langfilms, auf der Bühne. Hallo. Hallo. Das war erstes Semester. Stark schon dafür, ne? Oder? Wie fühlt er sich heute an? Ja, ich habe den wirklich lange nicht gesehen und jetzt, also einerseits, also Sie werden ein paar Motive wiedererkennen, über die ich jetzt wirklich auch erstaunt bin, wie viele das dann doch sind. Deswegen habe ich ihn genommen. Ja. Und sind das vielleicht Motive, die dich einfach generell betreffen? Also, oder bewegen? Kann ich nicht sagen, aber die Gefühle, mit denen ich gerade diesen Film geguckt habe, waren so, ja, handwerklich ganz okay, von der Erzählung bisschen naiv und bisschen vielleicht auch theatral. Aber so, man bewertet sich ja dann selbst auch so. Total. War ein seltsames Gefühl. Dazwischen liegt unter anderem Sadakat, ein mittellanger Film, für den du den Studenten-Oscar gewonnen hast und inzwischen dein erster Langfilm auch, Es war einmal Indianerland. Wenn du das jetzt, also das ist ja das ist jetzt 6 Jahre her alles, es ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit, oder? Es ist wahnsinnig viel passiert, ja. Also ich habe noch ein, also in diesem Studium, einfach nur nochmal, warum die da nicht sprechen, wo man glauben würde, dass sie sprechen würde. Die Aufgabe bei diesem Film war es, dass man einen 5-Minüter macht in Schwarz-Weiß auf 35mm Film ohne Dialog. Das war quasi, deswegen ist er so, wie er ist. An der Hamburg Media School. An der Media School, und dann machst du halt in diesen 2 Jahren Studium, machst du 3 Filme, und es gab einen Zweitsemesterfilm und einen Drittsemesterfilm, also der, genau, beziehungsweise einen Abschlussfilm, das war Sadakat. Und nach Sadakat waren, also abgeschlossen habe ich das Studium 2014 im Oktober, und seitdem habe ich jetzt 3 Kinofilme gemacht. Also mein gerade den 3. abgedreht. Genau, und was, also es ist wirklich verrückt, das letzte Mal, als wir hier waren und jetzt hier zu sein, es fühlt sich an wie 40 Jahre. Wahnsinn, du siehst aber immer noch so aus. Wie ist das denn jetzt, München? Das war ja ein Riesenerlebnis, dieses Festival. Da wart ihr nicht nur der Geheimtipp, weil so geheim wart ihr nicht, aber der Eröffnungsfilm dieser Reihe. Hattet ihr, also wie, erzähl mal ein bisschen, wie das war, diese Woche, die ihr da erlebt habt. Also ich war nur für einen Tag in München, weil das genau während des Drehs war. Und ich musste am nächsten Tag dann nach Istanbul reisen, weil wir dort weitergedreht haben. Und dann kam irgendwann in Istanbul der Anruf, dass wir Preise gewonnen haben und ich soll zurück, und es ging aber nicht. Und ich habe aber natürlich, also was natürlich toll war, war zu hören, jeden Tag rief mein Produzent an und meinte, hey, ja, toll und so, und der hat mich angesprochen. Und also das war einfach eine schöne, wirklich sehr, sehr toll, dass dieses Feedback zu bekommen. Aber ich will jetzt eigentlich die Erwartung nicht so hochhängen, weil sorry, das war ich. Ja, weil ich würde mir wünschen, also ne, es ist ja manchmal so, wenn man dann irgendwie so viel Gutes von etwas hört, dann, und dann guckt man den Film und denkt sich, ja, okay, aber dann doch nicht so. Deswegen, ja. Wir reden nachher weiter, würde ich sagen. Aber schon mal toll, dass du extra aus Berlin gekommen bist nach der langen Tour. Großen Applaus, Ilka Çatak. Und es danke, dass Sie da sind. Mit Es gilt das gesprochene Wort.
Applaus gilt. Ilka Chatak, komm nach vorne zu uns. Der Regisseur von Es gilt das gesprochene Wort. Dein Applaus. Vorschicht, der das Gespräch führen wird. Genau, also bis Rudolf vorne ist, vielleicht noch für Sie die Info, die beiden werden zuerst ein bisschen unter sich reden und dann gibt es auch die Gelegenheit, dass Sie Fragen stellen können. Ja, das sind diese Mikrofone. Ja, auch, bitte? Bisschen höher biegen. Höher biegen, so. Man darf da nicht zu nah rangehen, wird immer gesagt. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Der Film lief ja schon in Frankfurt. Umso mehr freut es mich, dass Sie heute zu uns, zu Was tut sich im deutschen Film gekommen sind. Und auch an dich ein herzliches Willkommen und besten Dank für diesen Film, der ja schon eine sehr ungewöhnliche, auch im deutschen Kino, ungewöhnliche Migrationsgeschichte erzählt. Fangen wir doch mal irgendwie ganz einfach und unverbindlich an. Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr die oder du die Idee schon vor 10 Jahren hattet. Wieso konnte der jetzt erst realisiert werden? Also, ich bin groß geworden in diesem Ort, in Marmaris, weil meine Großmutter dort eine kleine Pension sich eröffnet hat mit dem Ersparten aus ihrer Zeit als Gastarbeiterin, die in den 60er und 70er Jahren war, und in den 80ern hat sie dort die Pension eröffnet, und wir haben dort natürlich immer unsere Sommer verbracht, weil das ist ein total schöner Ort. Und dieser Ort ist dann irgendwann in den 90ern zu einem sehr touristischen Fleck Erde geworden und hat auch Menschen angezogen, die Arbeit suchen. Und wir hatten häufig im Hotel Leute, die wirklich sehr, also fast täglich ins Hotel kamen und nach Arbeit gefragt haben. Und dadurch, dass das Hotel auch wirklich sehr klein war, hatten wir mit den Arbeitern, die wir dann hatten, auch ein sehr enges Verhältnis. Und ich bin dort groß geworden und durfte halt miterleben, wie diese jungen Männer mit den Gästen, die wir hatten, immer das Verhältnis gesucht haben. Und so kam das. Also da war ich 15, jetzt bin ich 35. Also eigentlich geht das noch weiter zurück. Und irgendwann in meinen Mid-20ern, da war das Hotel schon eigentlich, da war ich dann überhaupt gar nicht mehr da. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, hey, da muss man eigentlich eine Geschichte draus machen. Und mit Mitte 20 habe ich dann auch so die ersten Einreichungen gemacht für Drehbuchförderung und so weiter. Und es war alles aber nicht gut. Ich glaube, ich war einfach nicht in dem Alter. Oder ich hatte selber noch nicht die Reife, so eine Geschichte adäquat zu erzählen. Und deswegen hat das so lange gedauert. Mhm. Der Baran ist ja schon ein sehr straighter Typ, finde ich, so von der Figur her. Mhm. Der weiß genau, was er will, gewissermaßen. Und ich finde jetzt auch so im deutschen Film ein quasi männlicher Prostituierter ist zumindest im straighten Film auch irgendwie eine Ausnahmeerscheinung. Keine Frage. Das ist keine Frage, ja. Nein, aber das war natürlich, also das ist schon auch interessant zu sehen, weil die Form, wie dort diese Verhältnisse stattfinden, das ist halt nicht die offene Prostitution, wie man sie aus Thailand kennt oder aus afrikanischen Ländern, sondern es ist eher so dieses Sugar-Mama-Modell, was man häufig hat dort. Also es ist, die Jungs arbeiten in der Bar und dann gibt es halt bestimmte Bars und das wissen die Leute dann auch, die steuern dann dahin und man geht man trinkt zusammen ein, man stürzt zusammen ab und dann geht es am nächsten Morgen, weiß ich nicht, hey, komm, wir gehen mal was einkaufen und ein paar Wochen später, wenn der junge Mann das Gefühl hat, dass das alles irgendwie Hand und Fuß hat, dann gibt es auch diese Geschichten von meinem Opa geht es nicht so gut und wir brauchen irgendwie Geld für das Krankenhaus, und einen Tag später kommt er dann aber mit einem Moped
vorgerollt und so Geschichten. Also das haben wir alles erlebt. Und es ist eine, also es ist nicht die Prostitution im klassischen Sinne, aber es ist, würde ich sagen, eine Form davon. Insgesamt sind es ja, also sind es ja relativ entwürdigende Verhältnisse, sag ich ja. mal. Also zum Beispiel als wir ihn als Zuschauer sehen, wie er auf dem Balkon sein Bett da irgendwie zugewiesen bekommt oder auch als er vom Chef, ich würde mal sagen, schon gedemütigt wird, ganz am Anfang, als er da irgendwie tanzen muss. Man redet ja immer von den quasi Wirtschaftsflüchtlingen. Ist das, sollte das auch sowas sein wie ein Statement dazu? Nee, ein Statement macht man, also mache ich ja eigentlich nie in meinen, also ich mir geht es eigentlich immer nur um die bestmögliche Geschichte und ich denke dann an keine Statements oder so. Aber es ist natürlich, also Wirtschaftsflüchtling, wie man es jetzt auch nennen möchte, diese Jungs sehen natürlich, wie die Europäer leben. Und dieses Leben wollen die auch haben. Und das fängt an bei, also und ich meine, dieses Motiv, wo der seinen Schlafplatz zugewiesen bekommt, das haben wir uns nicht ausgestattet. Das ist ein Originalmotiv, ne? Die leben da wirklich so wie in der Kaserne. Und wir haben, und das war auch für mich, als wir die Recherche und als wir dann plötzlich, also irgendwann geht es ja ans Eingemachte und wir haben halt einen Dokumentarfilm vorab gedreht, bevor wir also in den Dreh gegangen sind, um einfach selbst noch ein bisschen besser reinzukommen. Und für mich war das auch ein Aha-Erlebnis zu sehen, wie die hier leben. Also ich meine, ich weiß es aus unserem Hotel, es gab halt den Keller und da haben die Arbeiter gelebt und das war jetzt nicht gemütlich, aber es war auch nicht so entwürdigend wie hier. Aber als ich das gesehen habe, als wir diesen Dokumentarfilm gedreht haben, das war schon krass. Und dann habe ich das noch viel stärker nachvollziehen können, dass Menschen da einfach raus wollen. Und vor allem auch noch, wenn du Kurde bist. Und wir hatten dieses Thema auch mal stärker drin, also dieses politische und das auch, dass der Polizeistaat in der Türkei wieder, also das war mal größer in dem Buch und auch in der Geschichte. Wir haben es auch gedreht alles, also es gab auch so Razzien von Polizisten in die Bar und so und aber das haben wir dann weg, also wir haben das zurückgenommen, weil das immer nochmal ein anderes Fass aufgemacht hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was zurückbleibt ist, wenn du jemand bist, der aus einer Minderheit kommt und gerade also vom Militär entweder abgehauen ist, Flüchtling, also fahnenflüchtig ist und du kommst in diesen Ort, dann willst du da einfach weiter. Und dieser Ort steht ja für Westen. Wofür habt ihr den Dokumentarfilm gedreht, als Vorbereitung? Das war für die eigene, genau. Also ich hab dann meinen Autor und meinen Kameramann, den Nils Mohl und den Florian Mark, mit denen bin ich ein halbes Jahr, bevor wir gedreht haben, in den Ort gefahren und wir haben so einen Mini-Dokumentarfilm gedreht, einfach nur für uns. Auch um so festzulegen, in welchem Seitenformat wollen wir drehen. Also es hatte sowohl inhaltliche als auch formale Hintergründe. Da sind wir ein bisschen tiefer in die Sache eingestiegen. Weil der ganze Anfang in der Türkei, der hat ja schon so einen gewissen dokumentarischen Gestus, würde ich jetzt mal sagen. Sind da jetzt Schnipsel von dem Dokumentarfilm drin oder nicht? Nee, den Dokumentarfilm, der war jetzt nicht im Film verschnitten. Aber wir haben einige der Jungs, der Tänzer, aus den Bars, die wir gesehen haben, die guten Tänzer aus dem Dokumentarfilm, die haben wir uns geschnappt und für unsere Inszenierung nochmal vor die Kamera geholt. War das schwer, den in der Türkei zu realisieren? Das ist ja nun nicht auch gerade eine Fremdenverkehrswerbung. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also wir haben keine Probleme gehabt. Der Bürgermeister der Stadt kam sogar zu uns ins Hotel und hat mir noch so ein Geschenk gemacht, dass wir, weil er sich gefreut hat, dass wir in dem Ort drehen.
Ich weiß nicht, wie er jetzt reagieren würde, wenn er den Film sieht, aber... Kannst du nicht mehr hinfahren. also wo jetzt Barans Motivation klar ist, er sagt ja immer, ich will nach Europa, ist es bei Marion deutlich unklarer. Ich habe mal die Kritiken zu dem Film nachgelesen. Also mir persönlich muss ich sagen, gefällt das. Also man weiß ja nicht genau, also man könnte eine Vielzahl von Faktoren anfügen oder anführen, die dazu geführt haben, dass sie ihn dann heiratet. Aber du erklärst das nicht. Ich meine, sie tut auch eine gute Tat letzten Endes. Man fragt sich auch, wieso muss man immer eine gute Tat erklären? Ich meine, es ist ja okay, was sie macht. Sie holt da, den da raus. War das immer schon so angelegt, dass man da so ein quasi Geheimnis drum lässt, oder waren die Motivationen mal klarer auf dem Tisch? Nein, die waren nicht immer, das war nicht immer dieses Geheimnis. Wir hatten sogar sehr, sehr, sehr kurzfristig haben wir uns dafür entschieden, diese Entscheidung als Geheimnis zu erzählen. Also es gab lange Zeit, ich hatte das ja schon angesprochen, es gab lange Zeit eine Explosion in der Bar. Und dann ging sie dahin und hat irgendwie gesehen, was für furchtbare Zustände der gelebt hat und dass der auch irgendwie verfolgt wurde, und was war nicht immer so ganz klar. Und da wurden 1000 politische Fässer aufgemacht und irgendwann dachten wir uns so, nee, es ist doch eigentlich, also ich glaube wirklich, dass wir auch so ein bisschen deformiert sind vom Fernsehen, dass wir immer diese Erklärung brauchen, und ich glaube, Kino ist auch Geheimnis. Mhm. Und ich war dann irgendwie so 3 Monate vor Drehbeginn war ich im Urlaub, und es gab so einen Moment, wo ich, ich hatte mir in diesem Urlaub vorgenommen, das Drehbuch durchzuarbeiten und auch nochmal zu gucken, was kann man noch machen und so. Und es gab so einen Moment, ich war auf Lanzarote, ich weiß noch ganz genau, ich saß so auf dieser Terrasse, Veranda, und da war so eine Echse, so eine Eidechse, und die guckte einfach nur so. So, und irgendwie hat mich diese Echse, da war irgendwas so mit dieser Echse, und dann dachte ich so, eigentlich wäre es doch toll, wenn die Marion, wenn die diesen Baran so anguckt wie so eine Echse und ihn so und so sieht, einfach sieht, was das für eine trostlose Veranstaltung ist. Mhm. Und danach kam so dieser Mut zu sagen, nein, wir geben dir irgendwie, wir machen das zu einem Geheimnis. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr, also es gab eine Kritik im Filmdienst, die schrieben, der Film vertraut dem mündigen Zuschauer. Und das fand ich super, weil da fühlte ich mich verstanden. Und es war auch so, wir haben gedacht, wir vertrauen einfach dem mündigen Zuschauer, und der aufmerksam schaut, der wird 1000 Gründe sehen, warum sie ihn mitnimmt. Und die Gründe, warum sie ihn mitnimmt, haben nicht nur mit ihm zu tun, sondern auch viel mit ihr. Danke. Ja. Und, aber ja. Sie wirkt ja auch schon sehr tough, Marion, als Pilotin, wo sie da am Anfang ihren Co-Piloten so ein bisschen schuhriegelt. Aber eigentlich ist sie ja auch eine gute, warmherzige Person, quasi gemäß dem alten Western-Motto. Es kommt nicht drauf an, was man sagt, sondern was man tut. Liege ich da richtig? Ja, ich meine, du kannst das Licht auch nur zeigen, wenn du Dunkelheit zeigst. Ah. Und bei ihr ist es genauso. Also sie, ich finde, dadurch, dass sie als eine unterkühlte, kalte Person erstmal rüberkommt und dann aber immer wieder diese Momente der Wärme durchblitzen, sieht man eigentlich, was das für eine Wärme ist, die drunter liegt. Und ja, wie gesagt, also ich finde immer, das, also was mich jetzt in der Arbeit am Kino, was mich fasziniert, ist einfach, dass wir uns in diesem Raum befinden, und der ist dunkel und der ist abgeschlossen, und jeder für uns hat Raum,
sich sein eigen, also die letzten 20% selbst auszumalen. Oder vielleicht mehr Prozent sogar. Aber das, dieses Selbstausmalen, was das sein könnte, das interessiert mich. Mhm. Und so haben wir versucht, diesen Film zu machen und diese Figuren zu machen. Mhm. Wenn der Film dann nach Deutschland kommt, finde ich, hat er auch quasi mehr Ruhe, als er das irgendwie in der Türkei hat. War das von Anfang an so gedacht oder hat sich das ergeben gewissermaßen? Also es war schon immer eine Sorge, die wir hatten, dass wir gesagt haben, okay, hey, die Türkei ist so exotisch und ich hatte immer so ein bisschen Sorge, dass der deutsche Part dagegen abkackt, dass wir so, dass das so plötzlich so wird. Aber seltsamerweise haben wir, also zumindest für mein Empfinden, ist der deutsche Part, schöpft er irgendwie seine Kraft, finde ich, aus dieser Spannung, wo man nicht weiß, warum, wo es für ihn ein Geheimnis ist, warum macht sie das, hat sie das gemacht. Und diese ganzen unbeantworteten, ungewissen Sachen, die machen Deutschland für mich interessant. Und natürlich auch der Blick, sein fremder Blick. Also da hatten wir natürlich auch das große Glück, dass Arman, also der Schauspieler Arman Uslu, dass der in seinem Leben wirklich noch nicht die türkische Grenze verlassen hatte. Und der kam nach Deutschland und es war für ihn genau das, was seine Figur durchlebt hat. Und dieser fremde Blick auf Deutschland, der war dann irgendwie spannend. Hm. Obwohl er ja auf der anderen Seite sehr, also er ist ja aufstiegsorientiert und er ist ja auch quasi sehr, wie soll ich sagen, assimilationsbereit. Also er lernt Deutsch, also er verkörpert ja gerade am Schluss so richtig deutsche Tugenden. Deswegen ist er ja vielleicht auch so empört, dass ihm dieser Diebstahl in die Schuhe gelegt wird. Aber so gerade das Schlussbild zeigt ihn doch, wie soll ich sagen, als guten Deutschen. Ja, ich meine, man kann ja auch viel lernen von Deutschen. ja, ich meine, das Ding ist, wir haben in der Bucharbeit irgendwann gemerkt, es kann nicht sein, dass ein Ausländer nach Deutschland kommt und immer kriminell werden muss. Ja, finde ich auch, absolut. Und dann haben wir, aber wir hatten dieses, lange Zeit war das Buch so, der kam einfach nach Deutschland, hat ein Doppelleben geführt, hat halt auf der einen Seite kriminell, war der kriminell und auf der anderen Seite hat er den unschuldigen Baran gespielt. Und irgendwann dachten wir uns, nee, das kann's nicht sein, wir müssen hier nochmal umdenken. Und haben dann gemerkt, dass das ja eigentlich viel interessanter ist, zu erzählen, wie der deutsche Blick auf ein solches mögliches Szenario wäre. Und so entstand dann diese Geschichte um den Kofferklau, von der man ja nicht weiß, wer die gemacht hat, aber die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, war plötzlich spannend. Mhm. Und ja, und seine Motive sind sehr, sehr nachvollziehbar. Er will auf Augenhöhe kommen mit seiner Frau. Und er will nicht mehr verschuldet sein. Und das war auch das, was wir beobachtet haben, also in den ganzen Schicksalen, die ich teilweise durch Freundschaften kenne. Also zum Beispiel der Dolmetscher in der ersten Szene, das war unser Koch im Hotel. Und der hat dann geheiratet, kam nach Deutschland und so weiter. Und es gibt noch so ein paar andere Ehen, die ich kenne, wo die alle immer eins gemein hatten. Nämlich, dass diese Beziehungen nie auf Augenhöhe stattgefunden haben. Mhm. In der Türkei noch ja, aber dann spätestens als der Mann nach Deutschland kommt, dann ist es vorbei. Weil dann heißt es, okay, was machst du in Deutschland? Du musst Müll trennen, hast du Geld in der Tasche, hier hast du Geld, Taschengeld. Du musst Deutschkurs machen, am Abend kommst du nach Hause, wirst Vokabeln abgefragt, also eigentlich wie ein Kind in der Schule. Mhm. Und das war die Dynamik, die uns irgendwie interessiert hat. Mhm.
Es gibt ein Opfer in diesem Film, finde ich, das ist Raphael. Schön, dass du das sagst, weil alle sagen immer Raphael, also wenn in den Gesprächen mit Godehard gab es so häufig jetzt diese Momente, wo die Leute gesagt haben oder wo die Interviewer gesagt haben, ja, und du spielst ja den Bösen. Und danke, dass du jetzt ihn endlich mal als Opfer benennst. Ja, genau. Also er steht ja jetzt dann außen vor und ist, wenn man das so will, auch schon so ein bisschen Opfer ihrer Dominanz. Also, weil sie hat ja im Umgang mit ihm so doch schon einen sehr zynischen Ton. Ja, aber er ja auch mit ihr. Ja. Ja, das ist ja ein Spiel, das die beiden spielen. Ja, der Dialog, der mir ja am besten gefallen hat, war, als er vom Reisebüro kommt und sagt, ich habe jetzt was, 5 Sterne, All inclusive, oder so, Türkei. Genau. Und dann sagt sie, Pyongyang Syrien und Nordkorea ausgebucht. Ja. Das ist schon ein großer Dialog, muss ich sagen. Du hattest ja einen Drehbuchautor. Nils Mohl, ja. Nils der Mohl. Schüttelt sowas aus dem Ärmel. Ja? Ja. Der ist ziemlich, was sowas angeht, also der ist da sehr, also der kann schlagfertige Dialoge schreiben. Da denke ich immer wieder, wo, und er selbst ist so ein wortkarger Mensch. Der ist doch eigentlich irgendwie Jugendbuchautor, oder? Naja, so, also mal so gesagt, Nils kommt aus der Werbung. Aha. Und er hat Literatur studiert und so weiter, hat dann jahrelang als Werbetexter gearbeitet, war aber in der Werbung nie glücklich. Irgendwann kam Rowohlt zu ihm, weil er so ein Kurzgeschichtenband veröffentlicht hatte in einem kleinen Verlag, und Rowohlt kam zu ihm und meinte, hey, hast du mal Lust, einen Jugendroman zu schreiben? Und dann hat er sich irgendwie eine Woche geben lassen und hat überlegt, will ich jetzt irgendwie Auftragsautor werden oder nicht? Und dachte, hat dann aber gesagt, okay, ich mache das, aber ich mache das nach meinem Schema. Und hat dann Es war einmal Indianerland geschrieben, was mein Debüt wurde. Und Indianerland, also der Roman ist halt ein Jugendroman, der aber eigentlich der eigentlich verstanden werden kann, wenn man ein großer Cineast ist und sich in der Filmgeschichte so ein bisschen auskennt. Und Nils ist halt so jemand, der wirklich toll, der hat einfach eine Sprache drauf, die ich nie im Leben hätte. Also auch dieser Monolog von Marion auf dem Balkon, also diese ganzen Raphael-Marion-Gespräche, die sind alle auf seinem Mist gewachsen. Ja, hat er gut gemacht. Hat er sehr gut gemacht, ja. Und das ist natürlich auch ein wahnsinniges Glück für mich, sowas zu inszenieren und für die Schauspieler sowas zu spielen. Also Godehard und Anne waren die ganze Zeit so, oh, geil, wann kriegen wir wieder solche Texte? Ja, Nils Mohl. Findest du das besser mit einem Drehbuch? Also weil bei dem Film, den wir heute hier gesehen haben, da gab es einen Drehbuchautor, bei Sadakat auch, bei Es war einmal Indianerland auch, eben Nils Mohl, und bei dem jetzigen auch. Findest du das einfacher als Regisseur, oder würdest du, also ich meine, ich will das jetzt nicht abqualifizieren mit dem Drehbuchautor. Clint Eastwood zum Beispiel hat alle seine Filme mit Drehbuchautoren gemacht. Wie ist das für dich? Also ich finde, der Prozess des Drehbuchschreibens ist das Schwierigste am Filmemachen. Es ist vergleichbar mit mit dem Schmerz einer Geburt. Ohne jetzt zu wissen, wie es ist, eine Geburt, ne? Aber ich glaube, es ist vergleichbar, weil es ist so schmerzhaft, weil das erste Mal, also die Amis haben einen tollen Spruch, der heißt Writing is Rewriting. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich das nicht verstanden. Aber es bedeutet im Grunde, dass die erste Fassung, die du schreibst, kannst du in die Tonne kloppen. Mhm. Und du kannst, was du da geschrieben hast und dir irgendwie über Wochen und Monate zurechtgelegt hast und toll, ganz toll findest, kannst du einfach in eine Tonne kloppen und nochmal schreiben. Und so ist es wirklich. Und wir haben, also Nils und ich haben 3,5 Jahre dieses Buch geschrieben und sind immer wieder an einen Punkt gekommen, wo auch unser Verhältnis belastet war. Einfach weil es Momente gibt, wo, weiß ich nicht, er eine tolle Idee hat, die wirklich zweifelsohne toll ist. Und ich sage aber,
hey Nils, ich weiß nicht, wie ich das meinen Schauspielern erklären soll. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Zum Beispiel eine Sache, die wir hatten, und jetzt plaudere ich wirklich aus dem Nähkästchen. Eine Idee war, dass sie, also das war noch in den Fassungen, wo Baran ein Krimineller war, da war die Idee, das fanden wir beide total geil. Sie sagt zu ihm, wir fahren in Urlaub und setzt sich mit ihm ins Flugzeug und sagt dann, der Kollege im Cockpit, ich sag dir mal kurz Hallo und geht nach vorne und steigt aber aus dem Flieger aus und die Maschine fliegt nach in die Türkei. Oh. Und sie hat aber die Pässe und sie schickt ihn quasi weg. Und das war so toll. Also und irgendwann dachte ich aber so, hey, was ist das für eine Frau? Ich kann das der Schauspielerin nicht erklären. Ich kann das nicht motivieren, quasi so, ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, das können wir nicht machen, Nils. So, das können wir nicht machen. Und dann ist man natürlich, muss man diskutieren und es gibt wirklich, und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du dann sagst, gut, dann entscheidet jetzt unser Papa, das ist der Produzent in dem Fall. Und wir sind, also so eine Bucharbeit belastet einfach. Mm. Es ist wirklich nicht, kein Spaziergang. Aber das Tolle an ihm ist, dass er wirklich jemand ist, der auch nicht eitel ist und der das dann einfach mitgeht und sagt, okay, du bist der Regisseur des Films, du musst am Set stehen und das den Leuten erzählen, deswegen, okay, mach mal, wie du meinst. Mm. Und ja, was war jetzt die Frage? Ob du das besser findest, selber Bücher zu schreiben oder mit einem Drehbuchautor? Nein, es gibt, also ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, es gibt den Moment, also es gibt einfach Dinge, die können andere besser. Aber ich begleite es total gerne. Klar, und ich habe dann manchmal auch einen guten Spruch, den ich dann auch reinschreibe. Aber es ist natürlich, also ich habe früher zum Beispiel noch, bevor ich studiert habe, meine Filme auch immer selbst geschnitten und auch selbst gedreht und so weiter. Aber das können andere besser. Das ist auch befreiend, finde ich. Und das ist auch mein Verständnis von Vision, weil man ja immer sagt, oh, Regisseure haben eine Vision und Vision ist dann, aber Vision ist ja nicht eine Vorstellung haben und die am Set wie ein Pedant durchzudrücken, sondern in meiner Auffassung ist Vision etwas, was, dass du gute Leute um dich scharst und diesen dann einen Raum gibst, wo sie sich entfalten können. Ja, dann sprechen wir doch mal über die guten Leute. Also ich habe ja den Film in München gesehen, wo du jetzt nicht da warst, hast du ja vorhin gesagt, wo aber der Produzent Ingo Vlies und Anne Ratte Polle da waren. Und es gab da ja minutenlang Beifall für Anne Ratte Polle. Und manchmal habe ich überlegt, irgendwie ist sie die perfekte Inkarnation dieser Rolle. Hattet ihr die von Anfang an im Blick oder kam die erst spät dazu? Nee, die hatten wir nicht im Blick. Die war ein Vorschlag unserer tollen Casterin Simone Bär. Es gab so eine erste Phase, wo wir die Geschichte noch am Modellieren waren und es gab noch kein Drehbuch, es gab nur so die Grundidee und da haben Nils und ich uns in so eine Hütte wir haben uns so eine Hütte in Bayern genommen und haben uns dort 10 Tage eingeschlossen. Und da haben wir dann also Fotos aufgehangen von Menschen, die diese Figuren spielen könnten. Und bei Baran hing Taha Rahim und bei Marion hing Sabine Timoteo. Ah. Und könnte man sich auch vorstellen. Ja, hätte man sich auch vorstellen können. Aber das ist dann halt auch so ein Ding, wenn du dann so eine Casterin wie Simone Bär an der Hand hast, dann hörst du dir natürlich auch zu. Also dann, ich finde es dann einfach auch nur klug, zu sagen, ja Simone, ich gebe dir jetzt einfach mal eine Chance. Und ich kannte Anne überhaupt nicht. Ich habe dann einfach ein paar Sachen von ihr gesehen und dachte, wow, die hat einfach dieses, die kann dieses. Und zu der Zeit habe ich nochmal Siddhartha gelesen von Hesse. Und es gibt gegen Ende des Buches gibt es diese Stelle in dem Buch, wo er das Lächeln des Buddha beschreibt. Und er sagt halt, der Buddha lächelt und du weißt nicht, ob er es gutmütig meint oder ob er es zynisch meint und so weiter. Und irgendwie habe ich dann Anne gesehen und dachte, die kann das, die hat dieses Lächeln vom Buddha. Und
Und dann haben wir uns am Set, immer wieder gab es diesen Moment, wo ich so gesagt habe, Anne, mach mal den Buddha. Mach mal den Buddha. Und so hat sie ihr Geheimnis quasi gespielt. Aha, aha. Und wie kamt ihr auf den Uçan Arman Uslu? Arman haben wir hatten auch eine türkische Casterin und die Ezgi Baltas ist eine kurdische Casterin, die in Istanbul viele Independent-Filme gecastet hat. Und sie war diejenige, die Arman vom Stadttheater in Bursa aufgegabelt hat. Also das war auch seine allererste Rolle. Er stand noch nie vor einer Kamera und kam aber ins Casting, hatte vorher Casting-Texte bekommen, war der Letzte im Casting. Wir hatten uns eigentlich schon auf jemanden geeinigt und er war der Letzte am Sonntag, kurz bevor wir nach Deutschland zurückgeflogen sind. Also Ingo, der Produzent, Anne und ich sind nach Istanbul gegangen und haben 2 Tage lang Konstellationen gecastet mit möglichen Barans. Und wir hatten eigentlich schon jemanden. Und am letzten Tag, also kurz bevor wir in den Flieger steigen, kam Arman noch ins Casting und konnte kein Englisch, kein Deutsch, hat die deutschen Texte, die für die Szene angedacht waren, sich per WhatsApp von Leuten, die Deutsch sprechen, einsprechen lassen und hat es einfach nur wie ein Papagei auswendig gelernt. Aber der hat uns so umgehauen in diesem Casting, dass wir plötzlich so, scheiße, wir haben uns ja eigentlich entschieden, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich die Casting-Tapes von dem jungen Mann, für den wir uns eigentlich entschieden hatten, und von Arman haben wir dann, ich habe dann zu Simone Bär geschrieben, die ja, ne, die in Deutschland, und sie war sofort so, Arman, das ist Kino, dieser Mann ist Kino. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, Arman. Und ich war so glücklich, dass der das gemacht hat, weil, also Arman hat wirklich viel von sich in die Rolle reingebracht. Er konnte, wie gesagt, der war zum ersten Mal, der hatte noch keinen Pass, der musste sich erst einen Pass erstellen lassen, konnte kein Englisch, kein Deutsch. Das war, was nicht einfach war, weil er mit Anne einfach keine Sprache hatte, was zu Missverständnissen geführt hat. Und sie haben sich am Set auch wirklich, es war nicht Friede, Freude, Eierkuchen, das war alles andere als ein unbeschwerter Dreh. Aber das war toll, weil der war einfach so, weißt du, der hat einfach auch diese Tasche, die er am Anfang hat, der hat die Requisite oder die Ausstattung hat er dann ständig gesagt, so, ey, nee, weil nach einem Take werden einem ja die Sachen abgenommen. Der wollte die da haben, der wollte auch nicht, dass seine Sachen gewaschen werden und so. Der war echt drin. Und ich dachte, okay, das ist der, da ist einfach, der nimmt viel von sich und bringt es in die Rolle rein, was auch so war. Aber jetzt habe ich ihn bei meinem letzten Film wieder gecastet und da spielt er was komplett anderes. Und er hat uns alle wieder der Typ ist einfach echt ein Wahnsinn. Und es gibt ja immer so Geschenke, die man als Filmemacher bekommt. Und ich kann sagen, dass er eins der großen Geschenke war, die ich erfahren habe. Ja, das macht er richtig gut, finde ich auch. Bei der Arbeit am Set lässt du Improvisationen oder quasi Einwände, Einwürfe der Schauspielerinnen und Schauspieler zu oder legst du großen Wert darauf, dass dein Drehbuch umgesetzt wird? Es ist eine gute Mischung, würde ich sagen. Also zum Beispiel diese Szene mit Sebastian Nutzendowski, wo er dieses Bild aufhängt. Und dann sagt er, ja, und sie sagt, soll der Müll auch runter? Und er sagt, ja, das Bild auch. Das war zum Beispiel so eine Idee von Sebastian, die der hatte am Set, weil er dieses Bild gesehen hat und dachte, was ist denn das für ein bescheuertes Bild? Und dann haben wir kurz drüber gesprochen und dann hat er gesagt, okay, hey, wollen wir nicht daraus einen Gag machen? Aber das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad, wenn die Leute, also mit Arman und so, wenn er die Sprache nicht kann, kannst du ihn auch nicht improvisieren lassen. Mm-hmm. Und auch so diese Texte zwischen Anne und Godehard, diese Ping-Pong-Sachen, diese Screwball-haften Geschichten, die müssen so sitzen, da kannst du nicht. Was wir aber schon gemacht haben, waren so Sachen wie, also zum Beispiel diese Szene auf dem Balkon, wo sie ihn nach Hause schickt. Da haben wir vorab geprobt und Godehard hat gesagt, du, ich finde es gerade total bescheuert, dass der nach Hause geht. Ich würde nie im Leben nach Hause gehen, nur weil sie es sagt. Und wir haben gesagt, okay, ja, okay. Dann haben die diskutiert, die beiden. Und ich muss sagen, also sowohl Anne als auch Godehard, das sind Anwälte ihrer Figuren gewesen. Und sie haben ihre Figuren
und wirklich beschützt und verteidigt und haben sie miteinander gestritten und Godebart meinte so, ich gehe jetzt nicht, ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich jetzt gehe, nur weil du das für richtig befindest. Und dann meinte Anne irgendwann so, und ich sitze unternehmen und die diskutieren wirklich eine Stunde, haben die diskutiert und ich habe nichts gesagt. Und dafür sind die mir auch wirklich immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich da nicht interveniert bin und irgendwie. Und dann meinte Anne irgendwann so, gut, weißt du was, dann packe ich jetzt deinen Koffer. Und in dem Moment habe ich gesagt, ja, das ist es. Aber das war halt so ein, das war halt auch das Glück, dass wir Probenzeit hatten. Und Probenzeit ist schon auch eine sehr wichtige Sache bei so einem Film. Also Proben, bevor man... Proben, bevor man... Weil ich glaube nicht an die Impro am Set. Also das können nur die wenigsten Regisseure und Schauspieler, dass eine Impro am Set gut sitzt. Aber wenn man die Impro vorher macht und wenn man so ein paar Sachen festzurrt, dann kann man das am Set wieder abrufen. Aber dafür ist einfach der Zeitdruck am Set zu hoch, als dass dort irgendwie... Ja... Vielleicht noch eine abschließende Frage, bevor wir es zum Publikum öffnen. Also ich habe inklusive des Films heute, den ich noch nicht kannte, der Kurzfilm, ich hoffe, das merkt man, 4 Filme von dir gesehen und ich habe noch den Sadakat gesehen, da geht es quasi um Prüfung, sage ich jetzt mal, eines Verhältnisses zwischen zwei Eheleuten. Ich habe geguckt, es war einmal Indianerland, der ein vollkommen abgedrehter Film ist, mit wo es auch um eine Liebe geht letzten Endes, mit Zeitsprüngen, wahnsinnigen Schnitten und was weiß ich. Und jetzt, es gilt das gesprochene Wort, alle sind irgendwie ästhetisch anders, diese drei zumindest Filme. Der jetzt auch, der Vorfilm heute in seinem 35mm Schwarz-Weiß. Ich habe den Eindruck, dass du so deine ästhetischen Mittel immer dem Thema quasi unterordnest. Das ist ja bei Es gilt das gesprochene Wort auch so, am Anfang dokumentarisch und dann hat der Film seine Zeit, dass sich was zwischen den beiden entwickelt quasi. Liege ich da richtig? Ja, ich meine, das ist eine alte Formel. Form folgt dem Inhalt. Und der Inhalt, also ich finde halt, was mich halt wirklich stört, wenn ich einen Film schaue, ist, wenn ich sehe, dass da kein Inhalt ist, aber die Form ist wahnsinnig toll und weiß ich nicht. Und ich meine, ich habe, Indianerland fällt vielleicht so ein bisschen raus, weil das ist ein, also für die den nicht kennen, es ist ein Film, der ist wie so ein Rausch, wie so ein Drogenrausch und sehr bunt und sehr, sehr schnell und flippig. Aber das war für die Geschichte war das die richtige Form und auch und genau und also so versuche ich die Geschichte, die Filme immer. Ich habe ja all diese Filme zusammen mit einem Kameramann gemacht, dem Florian Mark, und wir gucken uns immer die Figuren an und die Form entsteht aus den Figuren und so sind die alle, haben die halt, bekommen die ihre eigene Form. Aber ich, jenseits dessen finde ich es schon auch immer spannend, mit jedem Film eine neue, also ich finde es immer interessant, neue, sich nicht zu wiederholen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm, dass ja. Dass man nicht immer den gleichen Schnack fährt. Zu gucken, was kann man machen, was ist interessant und was ist neu. Und manchmal ist es aber auch einfach Schuss gegen Schuss und man erzählt wirklich eine ganz trockene, furztrockene Geschichte. Und also da ist der Film jetzt in der Hinsicht auch, das hat uns auch Überwindung gekostet, so viel Schuss gegen Schuss zu machen. Flo meinte irgendwann so zu mir, hey, wir machen hier nur Schuss gegen Schuss, ist das gut? Und ich so, ja, es ist, weiß auch nicht, es ist jetzt vielleicht genau das, was wir machen müssen. Und man muss nicht immer das Verrückte, aber das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter zu tun. Also, das heißt Alter, ich bin jetzt nicht so alt, aber als junger Mensch oder Anfang 20 habe ich diese Filme verachtet, die so ganz einfach in der Form waren. Ich dachte, Mann, was kann das? Wir können das alles besser und wir können das verrückter und wir können das interessanter machen. Und aber interessant, also formal interessant sein, ist ja nicht immer dienlich im Sinne der Geschichte. Mhm. Ja,
So, dann öffnen wir doch mal das Gespräch für Sie, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kommentare haben, wäre jetzt die richtige Zeit, die anzubringen. Dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Das ist eine Drohung. Trauen Sie sich. Oder auch, wie es Ihnen gefallen hat. Das ist auch interessant natürlich für Ilka. Ich habe vielleicht noch zuerst die Frage. Aman hat ja tatsächlich mit diesem Film, der ja sein erster dieser Art ist, direkt auch den Schauspielpreis des gesamten Filmfests München ja gewonnen. Wie hat er denn da drauf reagiert? Also war er da und wie hat er, also geht das jetzt so weiter? Will er weitermachen, nicht nur bei dir, sondern generell? Ja, der hat sich natürlich das, also ich habe ihm das am Telefon gesagt und kam erstmal gar nichts. Und dann musste ich so fragen, so, hallo, Aman, bist du noch dran? Und also, ja, ich bin nur gerade am Atmen. Und der hat sich wirklich so gefreut. Und für den war auch das Geld, es ist ja mit einem Preisgeld verbunden, hat das so viel bedeutet, weil das in der Türkei ist ja gerade Krise. Und 10.000 Euro aus Deutschland zu bekommen in der Türkei ist einfach gerade ein Wahnsinnsglück. Und der hat daraufhin gleich, also es hat dann auch in der türkischen Presse die eine oder andere Welle geschlagen und dann hat er direkt so Angebote von Serien bekommen. Und dann hat er mich so gefragt, so, hey, soll ich das machen? Und ich meinte so, ja, ey, wenn dich die Figuren interessieren, dann kannst du dir das schon mal anschauen. Aber der hat das alles abgesagt. Weil er schon auch klug genug ist, nur Sachen zu machen, die wirklich Substanz haben. Aber er spielt ja in deinem nächsten Film mit. Kannst du uns verraten, wovon der handelt? Genau, mein nächster Film ist eine Jugendbuchverfilmung, die nennt sich Räuberhände von Finn-Ole Heinrich. Und es geht um zwei 18-jährige Jungs, die nach dem Abitur nach Istanbul fahren und dort ihr Glück suchen. Und dort treffen sie halt unter anderem auf ein paar türkische Istanbuler Straßenköter, und den Aman spielt, und der macht das wirklich wahnsinnig gut. Also der hat so ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber Aman ist auf jeden Fall schon lohnenswert für den Film. Und genau, es ist eine Freundschaftsgeschichte und es ist eine Liebesgeschichte. Hattest du eigentlich, man sagt ja immer, es gibt so eine Theorie, der zweite Film oder der dritte auch ist immer der schwierigste für den, der ein Debüt gemacht hat. Das kannst du aber eigentlich, jetzt frage, man soll ja eigentlich nie fragen, ja oder nein, aber das kannst du eigentlich nicht bestätigen. Ich meine, der Studenten-Oscar war einfach so ein Türöffner für Sadakat, dass ich in der Zeit, ich habe natürlich auch schon damals schon auch ganz bewusst das angeleiert, dass wirklich drei Filme in die Finanzierung gehen. Und so kam es, dass ich jetzt in den letzten 4 Jahren 3 Filme machen durfte. Aber ich weiß nicht, ob mir ein 4. vergönnt ist. Okay, das ist schon eine hohe Frequenz eigentlich so für den deutschen Film. Studenten-Oscar heißt auch Hollywood-Angebote schon? Nein. Ja, muss man mal fragen. Nein, ich meine, es interessiert mich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Also ich finde, wir haben hier genug Geschichten, die wir erzählen können. Und die Filmemacher, die ich bewundere, die sind auch alle lokal. Deine Geschichten könntest du gar nicht woanders als hier erzählen? Doch, ich glaube zum Beispiel, diese Geschichte könnte man auch Mexiko, Amerika machen. Ist universell, finde ich. Es ginge schon, aber ich glaube, diese Tiefe, die Details, die man in der türkischen, die ich mit in der türkischen Inszenierung hinkriege, würde ich nicht mit Mexikanern hinkriegen. Vermutlich nicht. Bitteschön. Erstmal danke, das war sehr schön. Hat viel Spaß gehabt. Sie haben so fast Anfang des Films diese Krankheit bei der Frau so war anerkannt. Und warum hast du das gemacht? Warum die Frau krank wurde? Ja. Ja. Es war nicht einfach. Also es ist Erkältung, sondern war so ein bisschen mehr. Ja, es ist. Ich meine, es ist eine alte Drehbuchschule,
die besagt, dass man eine Figur am Anfang der Geschichte etwas wegnehmen soll. Das haben sie ganz, ganz häufig. Also zum Beispiel Big Lebowski, dann wird dem Typen der Teppich weggenommen. In anderen, also wenn Sie mal darauf achten, ist es ganz, ganz häufig, dass Leuten am Anfang der Geschichte etwas weggenommen wird. Und bei ihr wussten wir, wir nehmen ihr einfach das Wertvollste in ihrem Leben weg. Nicht die Brüste, sondern ihre Arbeit. Und wir nehmen ihr diese Arbeit durch eine Erkrankung weg. Und bei Piloten ist es nun mal so, dass wenn sie Krebs bekommen, dann sind sie für ein paar Jahre komplett raus. Auch wenn sie dann gesund sind, müssen sie nochmal diese gewisse Zeit mit psychologischen Tests und ob sie wirklich auch psychologisch auf der Höhe sind und so weiter, müssen sie durchlaufen. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, okay, warum der Brustkrebs und warum nicht irgendwie was anderes? Und haben dann aber gemerkt, dass das eigentlich weil es einfach die häufigste Krebserkrankung ist und B, weil wir ja auch mit Körpern und mit Geschlechterrollen spielen. Und wir haben ihn auf der einen Seite als männlichen Prostituierten und wir nehmen ihr einen großen Teil ihrer Weiblichkeit weg. Und so ist das entstanden. Ja, da hast du damit so ganze Mitleid, zum Beispiel für mich und ganzes Film. Ich habe Mitleid mit der Frau gehabt. Der Typ war für mich ganz normal, der hatte auch nicht was verloren in Deutschland. Da konnte auch in der Türkei genauso gut leben wie tausende andere. Und ja. Da ist es dir nicht so hinter den Gedanken gewesen. Also, dass sie Mitleid hatten, war erstmal gut. Erzählt, Ziel erreicht. Und dass der junge Mann dann irgendwann selbst auch erkennt, dass er in der Türkei genauso gut leben kann, ist die Erkenntnis, die er in dem Film auch macht. Ja. Ja, ich wollte auch noch mal kurz was zu dem Brustkrebs sagen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so viele Frauen gibt, die dann überhaupt nicht interessiert sind an, wie sagt man, dass die Brust wieder hergestellt wird. Das war ja bei ihr, die Ärztin hat sie ja angesprochen und sie hatte da irgendwie kaum Interesse, war aber auf der anderen Seite nachher schon hat sie sich nicht mehr nackt gezeigt und es hat ihr schon was bedeutet, diese Verstümmelung, ne? Das ja, also sie hat im Laufe der Geschichte, also es ist, ich weiß nicht, ob man es so sieht, aber zum Beispiel, also es ist zumindest so gedreht, sie hat im Laufe der Geschichte auch aufgehört, den Prothesen-BH zu tragen und sich zu ihrer flachen Brust bekannt. Am Anfang der Geschichte trägt sie noch so einen Prothesen-BH. Mhm. Und ich habe im Vorfeld mich mit Ärzten ausgetauscht auch und einer der Ärzte meinte, okay, pass auf, es gibt nicht viele Frauen, wenn sie auf der einen Seite ein Mammakarzinom haben, dass sie dann gleich die ganze Brust runterholen, aber es gibt schon diejenigen, die sagen, mit dem Schwert in der Hand stirbt es sich leichter und die gehen dann einfach in diese OP wie in eine Schlacht und sagen, hey, alles runter, ich bin voll da und alles oder nichts. Da haben wir uns jetzt missverstanden. Also das meinte ich gar nicht. Ich meinte, dass sie nachher, als ihre Ärztin sie angesprochen hat, ob sie jetzt nicht Interesse hat, dass die Brust wieder hergestellt wird. Ne? Ja. Da hat sie gar kein Interesse gezeigt. Ja. Das war für mich so ein bisschen unstimmig, weil sie auf der anderen Seite nachher trotzdem ja auch unter den Narben und so litt, ne? Also, ja, andererseits, also das ist natürlich etwas, womit wir uns wirklich lange beschäftigt haben, wie sie zu dem möglichen Wiederaufbau ihrer Brust steht. Aber der Wiederaufbau, der passte überhaupt nicht in das, wofür sie sich entschieden hat. Das war ein Plast, ein Silikon, was sie sich,
als Fremdkörper in ihren eigenen Körper reinpackt, das war für sie, das hat irgendwie nicht zu dieser Figur gepasst. Und wir haben uns gedacht, na, was passt zu dieser Figur? Zu dieser Figur passt, dass sie ihren Job zurück will und nicht als Frau wieder gut auszusehen. Deswegen sagt sie, deswegen wirkt sie dieses Thema an der Stelle auch so ab und sagt, das ist jetzt gerade nicht mein Thema. Und ihr Thema ist ein anderes. Und dann habe ich noch eine andere Sache. Und zwar, was für mich ein bisschen unverständlich war, dass sie so lange immer mit ihm Englisch sprachen. Also es wäre ja für ihn eigentlich viel sinnvoller gewesen, dass sie mit ihm Deutsch spricht, mit der Deutsch lernt. Und auch, also dass sie ihm, ist ja toll, sie mietet diese kleine Wohnung für ihn an, ne, was ja auch Kosten sind und so. Aber am Anfang war er ja auch sehr allein dann. Ne? Also er war mit seinen Büchern und so. Also klar, sie gibt ihm alles, sie gibt ihm den ganzen Support sozusagen, aber sie ließ ihn auch sehr allein am Anfang. Naja, also sie sitzt, also in dem Moment, wo sie ihn vom Flughafen abholt, sagt sie, okay, this is your station, U-Bahn. Und alles, was wichtig ist, betont sie nochmal auf Deutsch. Und sie kann ja nicht direkt mit ihm Deutsch sprechen und Gefahr laufen, dass er sie gar nicht versteht. Nein, sie spricht ab einem gewissen Punkt in der Geschichte nur noch Deutsch mit ihm. Und die erste Phase, wo er in Deutschland ist, da muss sie natürlich Englisch mit ihm sprechen, weil er, und auch wenn, als sie sich die, sie sagt zum Beispiel, they must know if you need glasses, Brille, und sie sagt immer, und dann sagt er, unbelievable, und dann sagt sie, unglaublich, also sie ist schon eine Lehrerin quasi, sie versucht ihm auch Deutsch beizubringen. Also wenn Sie den Film nochmal schauen sollten, werden Sie das sehen. Sie haben einen Kniff angewandt. Sie haben nämlich eine zentrale Stelle der Geschichte vorangestellt, nämlich die Hochzeit auf dem Standesamt. Jetzt ist ja so eine Hochzeit, das ist ja im klassischen Melodram, ist ja das meistens, womit die Filme enden. Also zumindest, wenn es um das Happy End und sowas geht. Aber in diesem Film ist ja diese Hochzeit ein eher beiläufiger, bürokratischer Akt, der gar nicht so wichtig ist. Wollten Sie damit erreichen, dass der Zuschauer sozusagen bei der Stange bleibt oder denkt, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es zu dieser Hochzeit gekommen ist, denn danach lernt man ja die beiden Protagonisten eigentlich erst kennen. Oder ja, was war die Idee dabei? Bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne kurz zurückgeben. Was meinen Sie denn? Ja, ich habe es tatsächlich, ich habe mir das gedacht, also wenn es ist ja eine klassische Vorgehensweise, man lernt die beiden Leute kennen, um die es geht, und zwar bevor sie sich zum ersten Mal begegnen, damit der Zuschauer schon weiß, mit wem er es zu tun hat. Das sieht man sehr oft im Film, ist ja klar. Und Sie haben aber noch was zusätzlich gemacht, was jetzt auch nicht jetzt nur in diesem Film vorkommt, sondern auch habe ich auch schon anderswo gesehen. Sie haben eine Szene rausgegriffen und sie dem Film sozusagen als Prolog vorangestellt und dann beginnt eigentlich erst die eigentliche Handlung. Und das wäre natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, das ist ja ungewöhnlich, dass jetzt hier so zwei Leute heiraten. Jetzt will ich als Zuschauer natürlich wissen, warum, wie es dazu gekommen ist. Ja. Und es macht die Sache dann interessanter. Ja, also dem Ganzen ist vorausgegangen, dass wir irgendwann uns die Frage gestellt haben, okay, wie schaffen wir es, diese Geschichte irgendwie gleichberechtigt. Also es hat sich immer falsch angefühlt, mit ihm auf dieser Landstraße anzufangen. Und wir haben uns gedacht, nee, das kann nicht sein, weil es ist auch ihre Geschichte und es ist auch seine Geschichte. Und wir haben nach einer Szene gesucht, die wir vorab schicken können, die dieses Verhältnis, also diese zwei Figuren gleichberechtigt einführt. Und da hat sich diese Szene natürlich sehr angeboten. Als wir das dann geschrieben haben und unserem Produzenten schickten, war seine erste Reaktion, weil so eine Szene auf dem Papier nochmal wirklich sehr, sehr viel unspektakulärer daherkommt, als sie es eh schon ist. Also jetzt hier im Film hat sie ja eine gewisse Komik und so. Aber er sagte dann so, eigentlich müsste man, vielleicht muss man dann nochmal was anderes nachdenken. Und
und hat dann auf den Beginn von Le Mépris verwiesen, von Godard, wo Brigitte Bardot auf dem Bett liegt und sie reden miteinander und ihr Po ist offen und ne? Aber mir war von Anfang an irgendwie klar, dass diese Szene auch was Schräges hat und dass sie so einen Ton setzt. Und ehrlich gesagt bin ich total glücklich, dass wir sie dann so gemacht haben, weil wir, also es ist jetzt auch eine Erkenntnis, die ich aus den ganzen Screenings mitgenommen habe, die Menschen lachen in dieser ersten Szene. Und wenn man das Publikum einmal dahin bringt, am Anfang zu lachen, dann weiß das Publikum, okay, ich darf in diesem Film lachen. Und das ist etwas, was dann für den Rest des Films sich auch durchzieht, weil sonst ist der Film wirklich schwer. Und die Leute, wenn sie nicht einmal diesen Moment hatten, wo sie lachen dürfen, wissen sie nicht, ob sie es dürfen oder nicht. Und das war irgendwie echt die Erkenntnis mit dieser Szene, als wir dann unsere Premiere auf dem Filmfest München hatten und die Leute haben sich noch viel mehr als hier wirklich weggepackt. Und ich dachte nur so, fuck, haben wir jetzt alles falsch gemacht? Das ist jetzt unfreiwillige Komik. Aber nein, es war in dem Fall wirklich gut, weil sie so eine, so okay, es ist alles gut, ihr dürft, es ist nicht so schwer, wie es scheint. Und ich meine, so eine, und am Ende weiß man es immer nicht, ne? Man, es ist dann, es hat dann oft praktische Gründe, warum man so eine Szene an Anfang eines Films packt. Aber letztlich sind wir ja auch Suchende, wir Filmemacher. Und man packt so eine Szene an Anfang und hofft, dass sie dort richtig ist. Und weiß es aber erst, wenn der Film rezipiert wird. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, es ist alles durchdacht und designt und geplant, aber so ist es nicht. Erstmal vielen Dank für diesen spannenden Film und auch für diese ambivalenten Figurenzeichnungen. Was mich doch sehr interessiert hat am Ende, dass sie sich für das Kind entschieden hat, trotz ihrer großen Liebe für ihre Arbeit. Und gerade mit dem Kind würde das dann ja umso schwieriger werden in Zukunft, auch alleine. Mhm. Da wollte ich nochmal fragen, wie da deine Gedanken zu waren. Also diese Frage hat mich stark beschäftigt. Wir haben dieses Ende, es ist ein nachgedrehtes Ende. Es ist jetzt ein bisschen wie so zuzugeben, dass man sitzen geblieben ist. Wir haben dieses Ende nachgedreht. Und bevor wir es nachgedreht haben, war wirklich die Frage, welches Ende drehen wir nach? Und was mich die ganze Zeit umgetrieben hat, war, ich wusste schon irgendwie, man muss dieses Kind nochmal thematisieren, man muss dieses Kind irgendwie erzählen, weil wenn du dieses Fass aufmachst, kannst du nicht den Film enden lassen, ohne irgendwie eine Antwort auf diese Frage, kriegt sie das Kind oder nicht. Und was mich dann aber immer gestört hat, war, dass wir diese Frau erzählen, die so wirklich toll ist und bis dahin wirklich eine Figur ist, die man auch so, ne, und dann dachte ich so, ist das nicht total reaktionär, dass die jetzt ein Kind kriegt und auf ihre Arbeit scheißt? Und dann habe ich mich mit vielen Frauen unterhalten, die ich wirklich respektiere und die ich toll finde. Und eine Frau war dann da, die war, also das ist eine gute Freundin, und die war, das ist so eine Karriereperson gewesen, hat aber auch drei Kinder selbst, hat jahrelang war bei BMW und hat die war Chefdesignerin und hat wirklich, also ganz, ganz, also vergleichbar mit Marion. Und sie meinte nur so, weißt du was, Frauen wie, ich habe ihr dann den Film gezeigt und sie meinte dann nur so, weißt du was, Frauen wie Marion, die wollen immer alles. Wenn die schwanger sind, dann kriegen die dieses Kind. Und es ist nicht reaktionär, es ist nicht rückwärtsgewandt. Und da habe ich gedacht, okay, wir machen das. Nur aus Interesse, und was war das erste Ende, was Sie gedreht haben?
Das erste Ende war eigentlich vergleichbar. Wir hatten, also im ersten Ende war es so, was wir gedreht haben, war, Baran ist am Flughafen in der Türkei und steht am Fließband und sieht plötzlich ihren Koffer, diesen mit Stickern beklebten Koffer, und neben dem Koffer ist noch ein Kinderwagen. Und oh, wie schlecht, ja. Der kam nicht, genau. Und dazu kam halt, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, nee, dieses Ende ist halt auch so, dann hast du so schon Schuss auf so ein fucking Fließband, mechanisches Fließband, was so mega unemotional und auch nachdem wir den Film fertig geschnitten hatten, war auch ganz klar, diese Frau braucht nochmal irgendwie einen würdigen Abgang. Du kannst sie nicht über ein Fließband erzählen. Und deswegen haben wir es nochmal nachgedreht. Also dieses Ende ist echt später entstanden. Aber so ist es häufig beim Film, Entschuldigung, wenn ich das noch kurz ausführe, dass der Film immer in diesen drei Etappen entsteht. Buch, Dreh, Schnitt. Und im Schnitt haben wir gemerkt, dass das, was wir geschrieben und gedreht haben, nicht gereicht hat. Es gibt viele Momente in so einem Film, so offen bleibt. Man weiß es nicht. Jeder kann für sich ein Ende finden. Und ich denke, sie haben bewusst diese Happy End in diesem Film kaputt gemacht. In dem Sinn, dass sie jetzt eigentlich die Frau ist geblieben. Der Mann geht weg. Und warum? Warum hat sie die Frau nicht gesagt, dass sie schwanger ist? Warum haben sie das kaputt gemacht? Ja, ist das wahr? Also ich hab so gesehen. Ich glaube, wenn man wirklich in die Psyche der Frau einsteigt, dann weiß man, warum sie es ihm nicht sagt. Weil sie natürlich sich nicht sicher ist, ob dieser Mann sie wirklich liebt, ob der das wirklich spielt. Da ist noch dieses andere Mädchen und sie sieht, dass er irgendwie, dass die sind im gleichen Alter. Und er, also sie, da sind so viele Sachen, die und letztlich ist sie auch eine Person, die einfach eine Pokerspielerin ist. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken. Und sie will, bevor sie ihm sowas sagt, sie will es ihm ja sagen, aber bevor sie ihm sowas sagt, will sie natürlich auch sehen, dass das echt ist, was er für sie spürt. Und ja, natürlich ist es sein Kind, aber sie sitzt ja nicht am Ende umsonst am Flughafen. Also ich hätte sie ja einfach in Deutschland auch am Park setzen können. Verstehen Sie? Sie sitzt ja nicht umsonst am Flughafen. Also für mich ist dieses Ende durchaus hoffnungsvoll. Nur, und dazu noch eine Sache. Sie finden jetzt, ich habe sie eines Happy Ends beraubt. Aber die größten Liebesgeschichten sind einfach mal die, die nicht aufgehen. Das wusste Shakespeare schon. Also ich habe zwei Anmerkungen. Einmal, das gilt das gesprochene Wort. Deswegen hat mir der Anfang unheimlich gut gefallen, weil damit hat sich für mich der Titel gut wieder gefunden, ja, weil die Standesbeamtin ja diese Wortwahl auch trifft. Mhm. Und das Ende finde ich deswegen so klasse, weil eine Erfahrung mit Krebs zu machen, ist eine harte Erfahrung. Auch wenn das vielleicht ein Brustkrebs ist, der vielleicht heilbar ist, etc., hat sie ja in ihrem Körper, und das war ja das Spannende auch mit der Ärztin, die ihr das sozusagen eröffnet. Im ersten Moment dachte man ja, du lieber Gott, vielleicht hat sie nochmal irgendwas. Und dann kommt aber sowas, sie hat neues Leben in sich. Das ist ja nochmal eine ganz andere Sichtweise und auch nochmal sich öffnen für das, was da kommt, und für sich dann vielleicht auch zu sagen, für die Zeit ist mir jetzt mein Job gerade gar nicht wichtig, sondern mich mit mir selbst zu finden und neues Leben auf die Welt zu bringen. Das war mein Gefühl. Und es hat sich auch nochmal mit dem ersten Mann nochmal sowas ergeben, dass der Mann und sie ja auch ein Gespräch hatten, wo sie gesagt hat, es ist eben halt jetzt auch anders und sie lebt es jetzt irgendwie anders. Ja, so eine Sequenz war da drin. Und das finde ich, das folgt so in dem Film. Mhm. Ja, bis zum Schluss. Mhm. Ja, und ob sie jetzt dorthin fährt oder nicht, es war erstmal so, sie
sagt Ja zum Leben. Ja, und sie sagt natürlich auch Nein, also beziehungsweise, wenn man so ein Buch schreibt, dann fragt man sich ja immer auch so, ist auch so eine, also will man immer so wissen, okay, wo steht die Figur am Anfang der Geschichte und wo steht sie am Ende der Geschichte? Und bei Baran haben wir gedacht, okay, bei Baran ist es so, dass er sagt, am Ende der Geschichte merkt er, dass das, was er sich erträumt hat von Europa, dass das nicht sein Traum ist, dass sein Traum ist, also ne, dass er auch die selbst die Größe hat, diesem Traum abzulassen und dass sie genauso die Größe hat, von ihrem Traum, vom Fliegen, den hinten anzustellen und zu sagen, nee, ich mache jetzt was anderes. Danke nochmal für den Film. Es ist sicherlich nur eine seitliche Arabeske. Aber wie besetzt man die Rolle dieser Frauen in dem Badeort? Das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, zum Teil haben wir das durch Local Casting gemacht. Das waren echte Menschen, die dort... Also wir, in Marmaris ist es so, dass es gibt einen großen, hohen prozentualen Anteil an Engländern, die dort ihren Lebensabend verbringen. Und was die machen, ist, den ganzen Tag tagsüber am Strand abzuhängen und abends in Pubs zu gehen. Und wir hatten halt Caster, zwei Caster, die wirklich nur Streetcasting gemacht haben. Und diese Frauen angesprochen haben, gefragt haben, wollt ihr mal irgendwie hören, was wir hier machen und so. Und dann habe ich die alle gecastet. Also es waren echt Frauen, die wir vor Ort gecastet haben. Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage zu dem Erfolg des Films. Der läuft ja, glaube ich, jetzt zur zweite, dritte Woche im Kino. Ja. Und haben sie ja alles erzählt, gut in München vor 6 Wochen und auch von den Kritiken sehr gut. Und zahlt sich das jetzt an der Kinokasse aus? Nein, oder leider nicht. Ist das eher schleppend wie mit vielen anderen deutschen Filmen? Leider nicht, nee. Ich weiß auch nicht, was das Problem ist mit deutschen Filmen. Also wir haben jetzt nach der zweiten Woche, ich glaube, 15.000 Zuschauer, was wirklich eigentlich eine Katastrophe ist. Ich weiß nicht, was es ist. Wir haben uns irgendwie gedacht, hey, dieser Film ist irgendwie, wird gut aufgenommen. Er hat positive Kritiken. Wir haben wirklich viel Presse bekommen. Alle wichtigen Zeitungen haben im Feuilleton Platz eingeräumt. Aber ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich weiß nicht, ob es unsere Kinozuschauer sind oder ob es mit der Politik zu tun hat, wie Kino programmiert wird. Zum Beispiel in Frankreich haben sie ja vom Staat auferzwungene Quoten, dass bestimmte, also dass französische Filme nicht unter eine Prozentzahl fallen dürfen. Aber auch das, ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wir hatten natürlich auch gutes Wetter, aber das kann es alles nicht sein, weil so ein Film wie Almodovar, Leid und Herrlichkeit, der fegt alles weg. Und jetzt kommt Tarantino und der fegt natürlich auch alles weg. Und so Filme wie diese werden es jetzt schwer haben. Also nach der zweiten Woche, wenn man nach der zweiten Woche nicht eingeschlagen ist wie eine Bombe. Aber genau, darauf wollte ich hinaus, weil Mundpropaganda war früher halt genau das Ding. So ein Film, der gefällt, sie hätten das sonst weitererzählt, dann wären andere Freunde, Familie wäre auch immer ins Kino gegangen und das hätte sich dann so spätestens in 2-3 Wochen richtig entwickeln können. Das gibt's ja gar nicht mehr. Dein Film ist quasi aus dem Kino schon wieder verschwunden. Noch nicht ganz, aber in 2 Wochen oder 3 Wochen wird er spätestens verschwunden sein, ja. Was wirklich wahnsinnig frustrierend ist, weil man ja wirklich jahrelang über an so einem Film arbeitet und dann gehst der 4 Wochen im Kino, wenn es gut läuft, und dann ist er wieder raus. Aber das ist halt, that's the game. ZDF Arte. Ja, es wird nochmal eine Fernsehausstrahlung erfahren, aber man macht diesen Film ja nicht fürs Fernsehen und dann, weiß ich nicht, dann wollen die vom Fernsehen zum Beispiel noch, dass der Film links und rechts beschnitten ist und man den in 16:9 bringt und so Sachen. Und also die Fernsehausstrahlung war ja nicht nie das Ziel quasi, verstehen Sie? Und ich frage mich, ob man in Deutschland überhaupt noch
Mengen, also Massen erreichen kann, wenn man keine Komödie macht? Das ist eine ernsthafte Frage, die ich mir stelle. Also der letzte Arthouse-Film, der wirklich was gerissen hat, war Toni Erdmann. Aber Toni Erdmann war auch eine klare Komödie. Oder? Also die erste Szene, wenn er da rankam und mit einer Banane hier stecken hat. Übrigens wieder erst gutes Beispiel, erste Szene. Man weiß sofort, woran man ist. Ja, vielen Dank für den tollen Film. Ich hoffe, wir können alle noch dazu beitragen, dass noch ein paar mehr Leute reingehen. Eine ganz kleine Frage zu dem Titel, weil ich habe schon, bin selber nicht verheiratet, aber ich war schon bei vielen Eheschließungen, habe diesen Ausdruck oder diesen Satz noch nie gehört. Ja. Ist das was Türkisches oder ist das Regionales? Also ich war auch in Hamburg schon bei Eheschließung, da wurde das auch nicht so gesagt. Woher kommt das? Das ist, jeder Standesbeamte oder Standesbeamtin macht das ja so nach eigenem Schema. Und ich wusste das auch nicht, diesen Anfangsdialog hat Nils geschrieben, aber es ist wohl so, dass das manchmal gesagt wird. Aber wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Also nicht jeder macht es. Aber als wir das gemacht haben, also der Titel war ja lange, der stand lange nicht fest. Das war eine wirklich, wir haben uns ganz, ganz, ganz spät auf diesen Titel geeinigt. Wir hatten einen Arbeitstitel und so, der hieß Business. Und Business ist so ein Kunstwort aus Beziehung und Business, was wir irgendwie in Internetforen gefunden haben, was wir irgendwie interessant fanden. Und am Anfang war das so ein super Arbeitstitel, aber dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, keiner weiß, was das ist, kannst du nicht aufs Plakat schreiben, wer soll wissen, was das ist. Und dann gab es lange, lange Diskussionen und zum Beispiel unser Verleih, X-Verleih, hatte dann die Idee, den Film so zu nennen, wie sich halt französische Komödien, die wirklich viele Zuschauer machen, nennen. Zum Beispiel Die Pilotin, Der Hornist und Der Kurde. Das war ein ernsthafter Vorschlag, wo ich dann wirklich alarmiert dahin gefahren bin und gesagt habe, nein, Leute, wir können die Leute nicht so hinters Licht führen. Wir dürfen nicht jetzt den Geruch von gebrannten Mandeln verkaufen und eigentlich salziges Popcorn hinstellen. Also das geht einfach nicht. Und mir war es auch wichtig, dass wir irgendwie diese Kapitel bedienen, dass irgendwie dieser Sprachkontext im Titel verankert ist. Und dann war halt, es gilt das gesprochene Wort, hat sich da angeboten. Und ich, genau, und mir gefällt der Titel, mir hat der immer gefallen, weil der sowas Archaisches hat und auch sowas Altarhaftes, so christlich irgendwie. Und die Ehe ist ja auch eine Erfindung der Kirche, würde ich jetzt mal behaupten. Urs nickt. Ich hätte noch eine Frage zu Ihrem nächsten Film. Wie sind Sie denn da zu dem Stoff gekommen? Kannten Sie das? Sie meinten, es ist ein Jugendbuch? Räuberhände ist ein Film, der mir angetragen wurde. Mhm. Also der Produzent oder die Produzentin hat den Roman gelesen und es lief wirklich maximal unromantisch. Ich wurde angeschrieben, hey, hast du mal Lust, den Roman zu lesen? Dann habe ich ihn gelesen, fand ihn toll. Und dann gab es eine Bucharbeit. Das, was wir hier gemacht haben, ist nochmal was anderes. Also es gibt immer wieder so Projekte, die einem angetragen werden. Indianerland war auch so ein Projekt. Und dann gibt es die Projekte, die man selbst anschiebt und schreibt und sich dafür Partner sucht. Und das gesprochene Wort ist so ein selbstgeschriebener Film. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde, Selbstschreiben ist schon toll. Aber es ist auch wirklich immer wieder, also dieser Prozess des Schreibens, wie ich vorhin schon erzählt habe, ist auch schwierig. Deswegen ist es auch manchmal toll, einfach was angeboten zu bekommen. Und ja, Räuberhände war in dem Fall. Was nicht heißt, dass man nicht genauso viel Energie reinstecken muss, weil auch das erfordert wirklich viel, viel Zuneigung. Aber ja. Wurde Ihnen Indianerland auch angetragen? Ja. Oder haben Sie sich das ausgesucht? Ja, es wurde angetragen. Wenn keine weiteren Fragen sind, habe ich meine berühmte Abschlussfrage. Die Reihe hat eine Frage im Titel. Was tut sich im deutschen Film?
Und du hast jetzt schon einiges gesagt, was auch eher, sagen wir mal, ein bisschen kritisch gegenüber dem, zumindest dem Business ist, sage ich jetzt mal. Würdest du sagen, gibt es denn aus deiner Sicht eine Hoffnung oder gibt es eine Verbindung mit anderen Filmemachern, die so ähnlich denken und so ähnlich arbeiten wie du, vielleicht auch ähnlich Themen inszenieren? Erzähl uns ein bisschen, wie du in der Szene verortet bist. Also ich habe das Gefühl, dass es im deutschen Film momentan mehr Arbeit gibt für uns Regisseure als je zuvor. Also es gibt wahnsinnig viel Arbeit. So. Also wer heute Regisseur werden möchte oder Regisseurin werden möchte, ist, findet viel Möglichkeiten vor durch dieses ganze serielle Erzählen und so. Auf der anderen Seite ist mir wirklich Kino, ich weiß nicht, wie es mit Kino aussieht. Ich bin da selbst am Hadern und bin ehrlich gesagt auch nach den Zahlen jetzt im Austausch mit Kollegen und weiß nicht, was das Ding ist. Einerseits denke ich mir, hey, was kümmert es mich, ob der Film Kinozuschauer macht, solange ich irgendwie Festivalerfolg habe? Andererseits will man natürlich auch irgendwie gesehen werden und will auch, dass die Leute ins Kino gehen. Und ich glaube, also ich habe kürzlich so einen Podcast gehört von Christian Schwocho, den er mit Florian David Fitz führt. Und da stellt er Florian David Fitz die Frage, was wünschst du dem deutschen Film? Und Fitz sagt etwas, was ich irgendwie wirklich toll finde. Er sagt nicht, dass wir, also man versucht ja sowieso immer, also es wäre jetzt bescheuert zu sagen, ich wünsche dem deutschen Film bessere Filme, weil jeder Filmemacher gibt sein Bestes und jeder Filmemacher, und es ist wirklich so, jeder Filmemacher will mutig sein und wir wollen alle, das ist meine Riege, meine Generation, wir wollen alle, ich bin am Austausch mit Leuten wie Dietrich Brüggemann und so und Konsorten, aber es ist, und was Florian David Fitz sagt, er sagt, ich wünsche dem deutschen Film ein interessierteres Publikum. Und das ist, da ist wirklich was dran. Kriegen wir das? Ich weiß es nicht. Es hat, glaube ich, also ich meine, wenn in Deutschland, ich glaube, 1,2 Mal, der Deutsche geht 1,2 Mal im Jahr ins Kino und der Franzose geht, glaube ich, 6 Mal oder 5,6 Mal ins Kino, dann ist das einfach, das ist einfach was anderes. Ich meine, wer einmal in Cannes war und sieht, wie dort Film gefeiert wird, also das ist wie Oper, wie in eine Oper zu gehen. Es ist nicht einfach, wie ich gehe jetzt mal in einen Film und ziehe mir eine Sportschuhe an. Es hat einfach einen anderen Stellenwert da, dort. Und ich wünsche mir für den deutschen Film, dass er in Deutschland auch diesen Stellenwert kriegt. Es gibt kein schöneres Schlusswort. Wir sagen vielen herzlichen Dank im Deutschen Filmmuseum einen solchen Satz. Ilka Chatak, dass du uns den Film hierher gebracht hast. Empfehlen Sie ihn weiter. Der Film hat jeden Zuschauer verdient. Und nochmal vielen Dank für den tollen Abend. Rudolf Worschig für das Gespräch. Ilka Chatak, den Regisseur. Dankeschön und Ihnen guten Nachhauseweg. Waren.